Besonderheit bei denen sollen erst den Stecker rein. So, solange hier noch ein paar technische Dinge besprochen werden, will ich schon mal ganz kurz die Gunst nutzen. Erstmal an der Stelle hier alle begrüßen. Begrüße sehr herzlich den Aufsichtsratsvorsitzenden und Landrat unseres Landkreises, Dr. Reinhard Kubert. Ganz besonders natürlich auch den Geschäftsführer Stefan Schaller, den Herrn Plassmann für E-Mobilität bei EBF und natürlich den Pressesprecher Axel Vogt sehr herzlich. Auch genauso herzlich die Kreistagsvorsitzende Iris Ruwedel und die beiden, die sich heute auch zur Verfügung stellen, um so ein bisschen E-Mobilität mal aus dem wahren Leben zu zeigen. Den Lars Müller, der gestern Geburtstag hatte, an dieser Stelle mal von uns allen alles, alles Liebe und Gute nachträglich. Vielen Dank. Ja. Und der sich an das Abenteuer Elektromobilität im letzten Jahr schon gewagt hat, hat schon ein Fahrzeug, was ich immer mal beim Kindergarten wundern darf, wenn ich meinen Kleinen dann morgens bringe. Und dann kommt wie so ein UFO vorbei. Weil der hat wirklich, die haben eine besondere Geräuschkulisse einfach. Das hört sich einfach noch ungewohnt an. In Frankfurt genau haben wir jetzt die Möglichkeit für die Touristen, dass sie mit dem Fahrrad hier oben einfach das Fahrrad hier festketten, da drinnen den Akku laden können. Aber wir haben auch für diejenigen, die um den Nationalpark und Edersee fahren, dass sie auch sagen können, oh, wir können am Frankenau spazieren gehen und unser Auto mal aufladen, nämlich hier an der neuen Autoladestation der EWF. Für uns als Tourismusregion ist das gut, denn egal wie man zur E-Mobilität steht, es fahren nicht nur Motorräder und klassische PKWs um den Nationalpark, sondern auch viele Teslas und Renault Sios und viele andere Fahrzeuge mit Elektromotoren. Und deshalb ist es schön, dass auch wir jetzt die Möglichkeit hier haben, diesen Personenkreis die Möglichkeit des Aufladens zu geben. Ja, hätte ich mir noch nicht träumen lassen, dass die E-Mobilität so einen Drive bekommt. Ich habe vorhin noch auf der T-Online-Seite gelesen, Elektromobilität boomt in Deutschland. Natürlich auch der Mitunterstützung durch den Bund, die Fördermittel geschuldet. Aber irgendeinen Marktantrieb muss es ja geben. Stefan, ich glaube, wir hatten vor kurzer Zeit noch 5 Elektroladestationen im ganzen Landkreis. Das war ja nicht so furchtbar viel. Aber Herr Plassmann, jetzt haben Sie vor, im Unternehmen über 30 in die Region zu tragen. Das ist ja dann schon mal ein gewaltiger Sprung und hilft uns schlicht und ergreifend, eben an solchen zentralen Orten, die von Touristen aufgesucht werden, ein Angebot vorzuhalten. Und so soll es ja sein, was natürlich nicht die private Ausbauinitiative, auch die kommunalen Initiativen konterkarieren sollte, sondern das eine muss getan werden, wie das andere auch. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute sich zu Hause eine Ladestation werden einrichten wollen, natürlich auch in Abstimmung mit dem Energieversorger, weil ohne geht das ja nicht. Ich habe gelernt, man muss da, glaube ich, einen 9 kW Anschluss oder sowas legen oder 11 kW, das ist ja dann auch schon mal abzustimmen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir Teil eines wachsenden Systems sind. Ich muss gerade lachen, ich überlege gerade, wenn der Lars den Stecker dann zu Hause reinsteckt, ist in der Straße das Licht aus. Ja, dann ist das Licht aus. Ungefähr. Ja, und wir hoffen, dass der Ausbau natürlich dann auch so weitergeht. Einreden, aber das ist ungefähr ein Drittel der Gesamtkosten. Die restlichen trägt EWF für die Kommunen, die unser Partner sind. Und das geht auch nur, weil die Politik uns diese Freiräume gibt. Das geht los beim Aufsichtsrat, geht weiter über unsere Anteilseigner, den Kreistag, den Hauptanteilseigner und die gesamte Politik auch vor Ort, die uns mitträgt. So können wir so Aktionen machen und sind auch dankbar dafür. Es ist eigentlich unsere Daseinsberechtigung, dass etwas mehr tun, als Bürgergeld verdienen. Lars Müller, ja, E-Autofahrer. Wie sind denn die Erfahrungen nach einem Jahr E-Auto? Ja, wunderbar. Macht total Spaß und ich muss sagen, war die richtige Entscheidung, das Auto zu kaufen. Die Reichweite 300, 330 Kilometer hier im Kreis vollkommen ausreichend? Ja, die ist ausreichend, wobei bei so Temperaturen jetzt natürlich wesentlich weniger sind, aber ich sag mal, als Zweitwagen und fünfmal die Woche an die Arbeit, das ist vollkommen ausreichend. Die Entscheidung würde wieder für ein E-Auto fallen? Ja, ich denke schon. Also ich habe das mehr so als Test erstmal gemacht, weil ich total interessiert war an E-Autos und schon jahrelang darauf spekuliert habe. Habe das die letzten Jahre aber nicht gemacht, weil die Reichweiten mir bisher immer zu niedrig waren. Und habe mich dann letzten Sommer dafür entschieden, das einfach mal auszuprobieren. Und ich hatte vorher einen kleinen Benziner und ich bin total zufrieden jetzt mit dem E-Auto. Die Infrastruktur mit Ladesäulen wird hier im Kreis ja nun deutlich verbessert.
Ist das auch ein Argument zu sagen, kauft mehr E-Autos? Ja, auf jeden Fall, weil man muss halt immer, wenn man jetzt ein E-Auto fährt, ich kenne das jetzt aus eigener Erfahrung, man fährt viel bewusster. Man überlegt sich schon mal, wo kann ich hinfahren, wo kann ich laden, weil natürlich gerät man irgendwann an die Grenzen der Reichweite und so eine Ladung dauert natürlich auch einen gewissen Zeitraum. Deswegen schaut man dann schon, wo sind jetzt Ladesäulen, dass ich zwischenladen kann oder nachladen kann. Mal so die Hand auf die Säule legen, Herr Flassmann, weil das so ein bisschen vor lauter. Da wissen wir, worum es geht. Ja, mach jetzt doch. Nee, mach das. Genau. Dann musst du da drauf. Dann verdenke ich Herrn Flassmann. Ja.